Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Eltern, Lehrpersonen, liebe Mitarbeiter im Sekretariat, in der gesamten im gesamten Schulbereich, wir freuen uns ganz besonders, Sie zu diesem Projekttag, der heuer in dieser digitalen Form abgehalten wird, einzuladen. Und eine besondere Ehre ist uns immer, dass Vertreter aus der Wirtschaft, aus den Unternehmen, aus den verschiedenen Verbänden, von der Uni Bozen, großes Interesse zeigen auch an unseren Projekten. Normalerweise kommen Sie vorbei, nutzen Sie diesen Projekttag, um auch die Schülerinnen und Schüler kennenzulernen, die die Projekte vorstellen. Heuer ist das leider nicht möglich. Wir werden diesen Projekttag digital abhalten. Es ist eine große Arbeit gewesen, diese Projekte auch alle zu digitalisieren und dann auf die Homepage zu stellen. Aber lieber als sie gar nicht zu zeigen, ist uns dieser Weg wertvoll und nützlich. Und ich muss dazu sagen, wenn man immer wieder sieht, mit welchem Einsatz, welcher Begeisterung unsere Schüler und Schülerinnen an den Projekten arbeiten, dann haben sie sich absolut verdient, irgendwo auch präsentiert zu werden, dass sie die Möglichkeit haben, zu zeigen, was sie gelernt haben in 5 Jahren. Speziell sind es ja Schüler, die in der 5. sind, die dann ausscheiden. Und wirklich ihre Fähigkeiten und Kenntnisse und das ganze Engagement, dass sie da in die Projekte investiert haben, dass sie das auch wirklich den anderen zeigen können und damit auch brillieren können. Das kann ich wirklich so nennen. Ich bin immer ganz, ganz stolz darauf zu sehen, was die Schüler eigentlich und die Schülerinnen so am Ende ihrer Schulkarriere in der Lage sind, auf die Beine zu stellen, wie sie zusammengearbeitet haben mit Betrieben, mit der Uni, je nachdem, mit wem sie Kontakt hatten. Und wie sie gut unterstützt worden sind von ihren Lehrpersonen. Ohne die Lehrer würde es nie zustande kommen. Diese Projekte sind immer ungemein faszinierend. Es beginnt eigentlich schon im ersten Biennium. Dort zeigen sie dann schon Versuche in naturwissenschaftlichen Fächern. Also auch da zeigen sie schon, was sie lernen und wie selbstständig sie werden. Und das natürlich ist sehr erfreulich. Und ich möchte allen ein ganz großes Kompliment aussprechen, die daran teilgenommen haben, die mitgearbeitet haben, die immer wieder helfen, dass so ein Projekttag heuer in digitaler Form überhaupt zustande kommt. Danke allen für den ganzen Einsatz und die ganze Mühe. Und Kompliment den Schülerinnen und Schülern.